Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei Altis Live. Ja, wir sind hier immer noch auf dem Zero One Server. Fahren gerade mit unserem schönen Autobus auf, Alter. Fahren gerade mit unserem Auto in Richtung Todeskurve und wollen mal gucken, was da so abgeht. Wir haben in der letzten Folge eine Drohne abgeschossene Schießerei mitbekommen. Der Dennis hat wieder mal den Kopf belästigt. Ey. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Ey, wir werden jetzt nicht die ganze Zeit bei der Todeskurve hängen, also keine Wunder. Nein, wir fahren immer durch. Ich will mal gucken, was da so los ist. Ob die Todeskurve sich immer noch bewährt hat oder ob da inzwischen... Bewährt. Ob da inzwischen Ruhe ist. Curry hat ins Navigationssystem eingegeben. Ja, du musst einfach nur der Straße folgen, das ist nicht schwierig. Wie viele Kilometer haben wir denn vor uns? 3,5. Ach, das geht doch easy. Guck mal, sind wir gleich schon da. Ja, ist ja ein Hatchback, ne? Oder was ist das? Ja, ich fahre 150 gerade, Mann. Ja, wenn eine Kurve kommt, sind wir tot. Ist echt so. Wie das so sagt, so, ja, wenn eine Kurve kommt, sind wir tot. Da jetzt zum Beispiel, Alter. Ich hab da gebremst, alles unter Kontrolle. Ich seh nur die schwarzen Pfeile, weißt du so. Alles unter Kontrolle. Wir überleben. Ja. Geronimo. Ich glaube, dass sogar gleich eine Kurve kommt, aber du kannst ja mal Vollgas geben. Ja, ich fahr schon hier wirklich mit aller Kraft. Echt? Mit Shift? Mhm. 150 fahren wir gerade. Okay, Mann. Ja, Mann, ich spür das Tempo. Oh! Alter. Wieder am Überdramatisieren ist. Und guck mal, wir haben alle schon die Poller so mitgenommen und so. Warte mal, sind wir denn auch richtig? Guck mal gerade. Ja, wir müssen auch unbedingt Leute überfahren. Guck mal, wie viel Knete die machen. 1,6 Meter. Ja, gut, aber wir. An der Todeskurve fahren, glaube ich, nicht so Leute rum wie da. Nee, wir müssen zum Drogendealer und alles. Außerdem war das Schmuggelware. Okay. Also, das war dann die Polizei, die das beschlagnahmt hat. Aha, okay. Aber gut. So, sag mir an, wie viele Kilometer haben wir noch? 1,7. Du musst einfach der Straße folgen. Okay. Sag, wenn wir so 500 Meter vorher da sind, ja? Alles klar. Während der Pablo verbindet. Der Pablo. Da lungern 100 Pro schon welche Curry. Denk dran, da vorne kommt jetzt ein Checkpoint, ne? Oh. Okay. Polizisten. Das kann sein, dass da jemand ist. Also da, wo das Haus, wo das Windrad ist. Oh, da ist blaues Licht gerade gewesen. Oh. Ja. Nee, das ist aber nur auf der Straße. Das ist normal. Okay. Ich war mal ganz gechillt hier, ne? Er fährt 5 km/h, total unauffällig. 50 fahre ich, ja? Das sind doch keine 50. Ich fahre gerade 50 km/h. Oh, wie hube ich eigentlich mit H? Ne. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß gar nichts mehr. Ich bin total überfordert gerade. Okay, da vorne ist der Checkpoint, Curry. Weißt du noch, wo wir einmal am Checkpoint gestorben sind? Ja. Das war aber nicht dieser Checkpoint. Nee. Okay, pass auf. Da vorne ist Licht, ist wieder dasselbe Straßenlicht einfach. Hallo. Okay, hier ist keiner. Macht's gut, ihr Pisser! Tschüss, ihr Bullschweine! Okay, da vorne ist die Todeskurve, die kommt jetzt in 400 Meter. Jetzt bin ich mal mega gespannt. Ob da sich wohl jemand versteckt? Ich glaube nicht. Pass auf, Alter. Ganz ruhig, alles in dem Griff. Ich hab ein bisschen Angst. Hier ist die Todeskurve. Was liegt da? Boah, da wurde schon mal ein Poller umgefahren. Also hier muss jemand gewesen sein. Da ist ein Hase. Da steht wieder ein Hase. Ich habe ihn nicht überfahren. Nee. Hier wurden mehrere Poller umgefahren. Da steht noch ein Hase. Ach ja. Noch ein Poller. Boah, wie viele Poller hier umgefahren wurden. Ja, ne? Was ist hier? Okay, das ist normal. Hallo? Noch ein Poller? Natürlich die Frage, ist hier was? Sieht nicht so aus. Es sieht sehr leer aus. Sollen wir hier parken? Und dann? Dann einfach mal gucken, was hier so abgeht. Bisschen abchecken. Guck mal, rechts sind jetzt unten Hallen. Waren da schon immer diese Hallen? Nee, oh, die sind mir auch noch nicht offen. Was ist denn da unten? Ist das ein Drogendealer oder so? Hey, das war doch vorher nicht da, oder? Nee. Dann fahren wir da runter. Pass auf! Alles im Griff. Hallo? Alter. Ja, also. Erstmal durch den Müllhaufen fahren. Okay, das sieht aus wie ein Schrottplatz oder sowas. Oha. Fast da, Mann. Kette. Alter! Ganz ruhig, was ist denn los? Das hebt die ganze Zeit ab, ich hab Angst, Mann. Hier steht noch ein Auto. Ein kaputtes. Okay, was kann man jetzt hier machen? Ich steig mal aus. Komm mal da rein. Was ist hier? Nee, hier ist nichts. Okay, kann ich ja mal meine Pistole ausprobieren, ne? Boah, Alter ist die laut. Ey, was ist los heute? Kann man hier auf die Fässer schießen und die fliegen in die Luft? Warte mal, ich probiere das jetzt mal aus. Nein, die fliegen nicht in die Luft.
Aber die Waffe ist mega präzise, ne? War das jetzt die Pistole? Ja, guck. Okay. Ey, der Schrottplatz war mega neu. Ja, Mann. Sind bei dir hier auch jetzt alles Bäume und so? Schon wieder ein Hase, Alter, was ist los? Das war früher nicht so, ne? Da war bei mir hier alles so kahl einfach. Das ist sowieso irgendwie alles... Komm, also den Hasen ist auf jeden Fall... Da kommt ein Auto, guck mal. Echt? Scheiße, ja, gut, Mann. Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Ach komm, wir machen das jetzt zu zweit. Wir machen jetzt hier die Geknete, Mann. Hast du das Auto denn wenigstens abgeschlossen, unser Auto? Oh. Kannst du das von hier aus machen? Ja klar, mit so einem Fernschlüssel. Oh, ich hab Ohrenstöpsel dann. Ach stimmt, die gibt's ja auch. Mit O war das, ne? Ja, ne, mit U. Mit U. Mit ja, wie U. Schießt das Auto denn ab? Mit U, oder? Nee, du. Doch. Doch, mit U. Du musst dich direkt davor stellen. Und mit U machst du auch die Ohrenstöpsel. Alles klar, sehr gut. Okay, unser Auto steht unter dem Schrottplatz, ne? Weißt Bescheid? Ja, Mann. Okay, mal gucken, was hier ist. Alles markiert. Ich weiß, ich sag der ein oder andere nicht wieder die Todeskurve, aber ich will einfach mal kurz gucken, was hier so passiert. War das hier so, dass man den Überfall ankündigen musste mit Shift Punkt oder so? Oder geht das noch? Geht das noch? Shift Punkt? Ne, da passiert bei mir nichts. War das mit Shift Punkt? Ja, wir können es ja einfach kommunizieren mit den Leuten, ne? Wenn jemand kommt. Das stimmt. Boah, ich würde gerne mal dieses Scharfschützen-DLC ausprobieren, ne? Ja, jo. Tyrus, MK14, ASP. Gibt schon ein paar coole Waffen, ey. Wie probierst du die gerade aus? Hast du die gerade? Nee, du kannst da draufklicken und dann kannst du sehen, was da alles bei ist. Okay. Was man dem Einzelspieler gibt. Ach guck mal, da gibt es sogar Scharfschützen neue Missionen. Hier steht jemand! Oder bist du das? Ich stehe hier auf der Straße. Alter. Boah, ich dachte, du wärst hinter mir. Wir sind heute extrem freckhaft. Okay, Kiri, dann pack mal deine Würmchen da hinten aus. Ich pack mein Würmchen aus. So, wir warten jetzt einfach hier. Ne, bleib hier an der Straße stehen. Ja, provokanter geht's gar nicht mehr. So. Okay, willst du dann wieder sagen, anhalten, wo der dann einfach weiterfährt? Oder ja, was? Wenn er weiterfährt, kriegt er eine Kugel in den Kopf. Okay. So, mal gucken, wie viel Knete wir machen. Alles klar. Alles klar. Ob überhaupt Alter, jemand kommt. Ich stehe so schief, Mann. Okay, jetzt. Wie ist mein Visier? Alles klar, ist super. Okay, ich leg mich mal hier hin, Mann. Wir können nur warten. Ja, manchmal muss man auch ein bisschen Geduld haben, ne? Na klar. Ha, schön. Okay, oh, Stille. Da? Oh, Entschuldigung. Bin ich mal gespannt. Tankstelle ist noch ruhig, alles ruhig. Kann man eigentlich die Tankstelle in Luft sprengen? Kann man das irgendwo sehen? Ja, mit M. 4:53 Uhr, es wird nachher hell. Okay. Kann man die Tankstelle eigentlich in Luft sprengen? Ich will alles in die Luft sprengen, ey. Ich probiere das jetzt mal. Stehen da. Wow! Alter. Darf ich auch mal? Passiert nichts. Probier mal. Gehen das denn nochmal so? Ich höre ein Auto. Auto. Ja, was machen wir? Nee, von der anderen Seite. Hallo! Stehen bleiben! Alter, das ist ein Ding. Guck mal, wie groß der ist. Ja, das kannst knicken, Alter. Das war's. Toll. Alter, das war die dicke Beute, Mann! Wir sind voll verkackt! Ja, das ist halt ein bisschen. Wir sehen auch sehr bedrohlich aus mit zwei Leuten hier, weißt du? Curry, hol mal das Auto. Ah, ich heb dir mal die Schüssel. Dann stellen wir das quer auf die Straße. Das haben wir voll vergessen. Weiter gefahren. Ich weiß nicht, Alter. Ja, der fährt weiter. Fährt der weiter? Macht uns aus, ey. Hat er Licht ausgemacht? Ja. Anscheinend schon. Aber der fährt weiter. Oh, nicht, dass er die Cops jetzt eliminiert. Eliminiert. Das kann passieren. Ich hätte mal die Schüssel für den Wagen. Soll ich den holen, oder was? Ja, nein, stell mal den Curry auf die Straße. Habt ihr? Alles klar. Ich check die Lage, Curry. Halt durch, Mann. Komm, bald. Ich okay. Ist los. Voll übertrieben. Voll, wir eskalieren hier. Okay. Hast du auch an dein Essen gedacht? Ja. An dein Lunchpaket? Gut. Ich hau mir mal eine Banane rein. Und Triebarbeit. So, wo steht das Auto? Achso, du hast das da einfach unter dem Dings geparkt. Ja, ich sehe schon. Scheiß, ja. Mann. Ey, wir hätten den echt. Ich glaube, der hätte dicke Money dabei. Ja, die Frage ist nur, ob du die Reifen dann zerschießen kannst bei so einem Laster, ne? Das ist. Wir müssen das eigentlich richtig geil machen. Wir müssen das so machen, dass wir. Einer steht auf der Straße und sagt Überfall und so.
Und wenn er nicht stehen. In dem Moment rast einer von unten von der Böschung nach oben und stellt sich hier auf die Straße und wird der Truck voller gegenfahren, so ja, weißt Mann. Du? Ja, Mann. Lass das mal machen. Okay. Nur ist dann die Gefahr, dass das Auto explodiert und ich dann tot bin. Aber macht ja nichts. Hauptsache der LKW steht. Ich sah dann dick ab. Okay, ich versuche jetzt mal hier hochzufahren. Aber der will, glaube ich, nicht die Polizei holen, weil er selber Drugs dabei hatte wahrscheinlich. Druggies. Voll die Idioten, ey. Wir hätten voll die Knete mit dem machen können. Meinen wir es hell jetzt? Ja, warte mal, ich höre was, warte mal. Antasten. Oder bist du das? Ja, das bin ich wahrscheinlich. Die besten Gangster überhaupt. Das ist so gut. Hase, geh weg. Der Hase steht einfach so auf zwei Beinen, als würde sagen, wir so. Bronze, ey. Okay, wo soll ich mich hinstellen? Ja, einfach quer auf die Straße. Ich bin sehr langsam. Ich kann am besten auf der anderen Seite stehen gehen, weil es da bergab geht. Okay, dann musst du Licht ausmachen. Aber nicht, dass du echt drauf gehst, Alter. Dann bin ich. Nee, lass dich lieber quer auf die Straße stellen, weil wenn du drauf gehst, dann haben wir ein Problem. Okay. Ich stell das hier so hin. Weiter ein bisschen vor, ein bisschen vor. Stopp. Ein Stück zurück. Wo fährst du denn jetzt hin? Ich fahr nochmal neu hier so, oder? Ja. Ein Stück zurück, ein Stück zurück. Stopp. Ein Stück vor. Ganz kleines Stück. Ein Stück. Weiter. Stopp. So ist perfekt. Genau, das ist genau okay. Die Mitte. Okay, Mann. Yo, Mann. Jetzt geht's los. Mach das Licht aus. Niemand kann uns. Ach so, ja, ich hab's vergessen. Niemand kann uns aufhalten, wenn das Auto abgeschlossen ist. So. Abschießen. Zack. Ich hör was. Hey. Da kommt was. Hör hin. Von da hinten. Da kommt was. Da kommt was. Ja. Okay, halt's an, Mann. Hallo. Hallo. Stehen bleiben. Hallo. Hallo. Stehen bleiben. Hallo. Schieß, Curry. Schieß. Curry? Der hat die Waffe nicht. Der hat die Waffe angelegt. Ich wollte schießen, aber der hat den nicht hochgeholt. Was mach ich denn jetzt? Drop your hands. Ich kann nicht mehr. Oh, Scheiße. Okay. Wie geht das runter? Das ist alles Generalprobe. Wir müssen das noch lernen. Da kommt er! Halt den an, schieß auf den, mach was! Hey, stehen bleiben! Ich krieg meine Waffe nicht raus! Stehen bleiben oder wir schießen, meine Damen und Herren, stehen bleiben! Ich hab die Pistole, komm jetzt! Hallo, aussteigen! Motor aus und aussteigen! Mit seiner Wasserpistole! Hallo, aussteigen! Aussteigen, Hände hoch, Hände hoch! Ja, ich bin dabei! Hände hoch! Nathan! Hände hoch! Komm mal ran auf den Meter! Ja. So. Wie geht's denn so heute? Entweder Hände hoch oder ich komm zu dir. Ne, bleib mal hier so stehen. Wie geht's dir denn heute so? Jetzt entschieden schlechter, ne? Was haben wir denn Schönes im Truckie drin, hä? Sag mal. Ich kann damit wegfahren, Alter. Nix, gar nicht. Der ist komplett leer. Nein, Spaß. Da ist Kupfererz drin. Ah. Nee, Kupfererz, ich bin mir nicht mehr sicher. In der Nähe okay. Ist Kupfermine, ne? Kupferverarbeitung, Dennis. Ja. Ja, dann steigt doch mal in den Truck. Ja, als Beifahrer. Wollt ihr mich entführen? Ja, rein da. Zack, zack. Jo, mach ich. Wir fahren jetzt ins Disneyland, mein Lieber. So. Kannst du auch mit aufsteigen? Ich fahr hinterher, Curry. Okay. Sag, der soll die Schlüssel geben und dann machst du die Karre zu, dann kann er nicht abhauen. Also, ich hätte gerne die Schlüssel von Ihnen. Das ist doch bestimmt möglich. Warum sind die denn versteckt hier im Handschuhfach oder wo? Wobei der hat die Schüsse dann selber, ne? Ist ja voll unnötig. Okay, fahr los, Curry. Eigentlich müsstest du den in deinem Auto mitnehmen. Stimmt. Weil dann kann er nicht abhauen. Stimmt. Warte, ich mach das. Steig mal bitte wieder aus, ich muss mal einmal umsteigen. Ich brauch den Laster für mich allein, ich brauch ein bisschen Atmosphäre, weißt du? Alter, der hat die Waffe weggesteckt. So, dann komm mal mit. Steig mal in den Wagen hier. Hinten reinsteigen, bitte. Was machen wir jetzt mit dem? Wo willst du den hinbringen? Ja, wir bringen jetzt die Dings weg. So. Du musst dein Handy noch abnehmen, ne? Ach so, ich nehme hiermit offiziell dein Handy weg. Du darfst die Polizei nicht kontaktieren, ja? Du bist jetzt ganz allein auf dich gestellt, du Ratte.
denn, Alter? War losgeredet. Oh nein! Ja, wohin denn? Ich weiß ja nicht, wo lang. Du hast doch gesagt, hier gibt's ein Kupferding, Scurry. Ja, ich muss, warte, ich muss ein Navi machen. Aber wie machen wir das denn? Der muss das ja ver... Hier ist Kupfergießerei. Frag dir mal, ob der LKW schon voll ist. Hast du denn schon alles verarbeitet? Ich verstehe dich leider kaum. Du musst auf Fahrzeugkanal drücken. Er will zur Kupfergießerei. Okay, dann fahren wir jetzt zur Kupfergießerei. Ah, ist er besser? Ja, du weißt ja, dein ganzes Geld ist jetzt verschwunden, ne? Money gehört uns. Ah, das ist ein lahmarschig. Ja, also erstmal muss ich das ja, müsst ihr oder ich, je nachdem, das verarbeiten, ne? Also noch ist das ganz kostenundringendes Kupfererz nur. Aber wo wir dich jetzt hinbringen? Wir setzen dich jetzt irgendwo in der Pampa aus und dann gehen wir deine Sachen verkaufen. Hey, ich hab dann, ich muss da ein bisschen an euer, an euer Gewissen appellieren, weil ich habe mir von dem ganzen Geld, was ich jetzt hatte, diesen LKW gekauft und das Kupfererz. Ist da noch was drin? Da überlege ich mir vielleicht was. Vielleicht kannst du dir echt den Truck noch zurückverdienen. Wie viel Geld hast du denn so gerade dabei? Was ist in deinem Rucksack? Moment. Dabei habe ich 2000. Ja, 2000 ist. Was hast du bezahlt für den Truck? 360.000. Ja, siehst du, dann sind 2000 gar nichts. Da können wir den ja auch mitverkaufen. Sollen wir so gemein sein? Das wäre halt scheiße, da hätte ich kein Geld mehr. So. Mal schauen, vielleicht wollen wir nur deinen Kupfer haben. Hier ist Kekori. Das Ding. Ja, der muss das machen, ne? Nee, du kannst den Truck selber ausladen. Nee, kann ich nicht. So, steig mal aus und gib den Krawalter die Schüssel. Ja, aber ich kann das nicht verarbeiten, glaube ich, weil ich die Lizenz nicht habe. Toll. Dann sag ihm das mal. Aber du musst ein bisschen fieser klingen. Kannst du eine Pistole vielleicht nach unten nehmen? Das verunsichert mich. Ja, die habe ich auch. Mit der Ruhe. Reiß mir erstmal den Schlüssel rüber, ja? So, und dann lädst du alles schön in deinen Rucksack und gehst es verarbeiten. Hier, die Schlüssel für den LKW. Hier, der hier. Komm. Vielen Dank. Für die Blumen. Aber das Ding ist, ich kann jetzt nicht. Ich kann. Selbst wenn ich jetzt auf das Inventar zugreifen kann, ich kann ja nicht. Ich soll das jetzt verarbeiten gehen? Ja, geh mal verarbeiten. Gekuri, begleite den mal. Ja, das ist ja hier das vorne, das Schild. Achso, ich dachte, der muss dann die Halle. Also wir kennen uns mit Kupfer nicht so aus. Wie ist das jetzt? Kriegst du jetzt direkt das Geld? Kriegst du die Kohle oder wie? Nee, du musst das ja noch. Nee, jetzt müsst ihr erstmal beim Kupferhändler verkaufen. Warte mal, stopp, ich muss mal eben unter. Wie der einfach voll freundlich ist. Und uns alle Infos gibt. So Gary, was denkst du denn da so schief? Nein, wir haben keine Glück. Da hab ich doch eigentlich voll das krasse Druckmittel gegen euch. Guck mal, soll ich dir mal mein Druckmittel zeigen? Plan, wie ich das Kupfer verarbeiten kann, ja? Ganz ehrlich, also. Oh, warte mal. Oh. Ey, immer mit der Ruhe. Wir waren zuerst da, ja? Ey. Ne, Sie können mal schön stehen bleiben. Bleiben Sie mal stehen, mein Lieber. Bleiben Sie stehen oder ich öffne das Feuer. Ruhig, Alter, ruhig. Guck mal, die Ruhe weggerieben. Der packt ja doch. Der packt nochmal rückwärts ein, weißt du? Was geht denn mit ihm, Alter? Der Prinz Albert. Liegen bleiben. Hast du eine Waffe? Kommen Sie mal mit. Ach, du hast eine Waffe? Wir haben hier gerade ein kleines Familienfest. Bleib mal schon liegen. Hallo. Prinz, wie heißen Sie? Naja, Prinz Albert natürlich. Kommen Sie mal ran auf den Meter. Ey, lieben bleiben. Leg dich mal auf den Boden, Kollege Prinz Albert. Sag, okay, haben wir voll vergessen, wir können die doch ausrauben. Stimmt, Mann, mach das mal. Aber so wie die aussehen, mach das einfach mal. Ich kann nicht, bei mir ist immer die Pistole. Hier. Hä? Der hat nicht mal mehr Geld, Alter. Wie ist dein Name hier? Manni Ludolf. Also von dem, der mich jetzt hauptsächlich... Hinlegen. Sehr gut. Okay, also, den Namen musst du nicht wissen. Jetzt bleib doch mal liegen. Ja, okay, aber warte, ey, kann ich hier mal irgendwas anbieten? Nein, erstmal verarbeiten. So, verarbeite deinen Shit mal jetzt. Ich mach dir ein Angebot, hör mal zu, ja? Hör mal zu, okay? Ja, dann rede. Ich werde auch nichts machen sonst.
Ich meine, hier, guck mal, ihr habt doch eigentlich keinen Plan, wie ihr das Kupfer verarbeiten könnt. Ne? Das wisst ihr zwar ja nicht. Das wissen nur der Prinz Albert und ich. Weiter? Das heißt, ohne uns habt ihr eigentlich keine Chance, aus dem Kupfer Kohle zu machen. Richtig? Aber ich habe eine Waffe. Und dann Truck. Ja, aber wenn du mich erschießen würdest, ne? Dann haben wir noch den Prinz Albert. Der für dich das Kupfer verarbeitet. Ja, nee, Prinz Albert, so, aber der also, kann was genau soll das gleiche hier sagen. Eigentlich? Hab da kein Hobby oder was? Und wir haben dann Truck. Ich mach nicht die Verhandlungen. Okay, warte. Also, guck mal, ich mach den Angebot. Ich tu das alles für euch. Ich verarbeite das Kupfer, meinetwegen auch für den Prinz Albert, wenn der sich weigert. Aber dafür gibt ihr mir, sagen wir, 30% von der Knete, die ihr dann nachher daraus kriegt. Da kommt noch ein Auto, Dennis. Wir geben dir den Truck. Ich mach nichts und eben müsst ihr mich theoretisch erschießen und ihr habt keinen mehr, der für euch das Kupfer verarbeitet, oder? Doch, wir haben deinen Truck. In der ganzen großen, weiten Welt. Dennis, da kommt noch ein Auto. Guck, langsam wird's eng hier. Albi, leg dich mal wieder hin. Du merkst, ich bin nicht so ganz blöde. Bleib einfach liegen und chill dein Leben. Okay, dann mach erstmal, verarbeite mal. Wir gucken mal, wie viel dabei rausspringt. Ja, Albert auch noch sein. Aber du gibst mir dein Wort, dass ich dann 30%... 20. 20% plus dein Truck und dein Leben. Alter, ich bin ein schwer bewaffneter Terrorist und stehe vor dir mit einer Waffe, Mann, Junge. 25. Albi, sei ruhig. Ja. Prinz Albert, halt mal die Schnauze. Du gibst mir dein Wort, dass ich ein Viertel von der Kohle kriege. Okay, let's go. Alles klar, ich bin dabei. Okay, dann hau rein. Und meine Karre. Und deine Karre, ist ein Wort. Alles klar. Hier kann man nicht irgendwie Handschlag machen oder so, ne? Nee. mental haben wir es gemacht. Ja, okay. So, Albi, was hast du denn so Schönes da drin? Ja, wie viel haben wir denn da drin? Dann lass uns doch mal in den Truck reingucken. Da kannst du dich wieder hinlegen. Zurück. Kannst du dich wieder hinlegen. Ist doch schön, wenn man liegt. Guck, ich brauche mal deine Hilfe. Ja, hier steht aber noch ein Auto. Ich lauf mal gerade zu dem Auto. Nein, wir rauben hier gar keinen aus. Haben Knarren, Mann. Wir haben gerade einen Deal gemacht. Ey, ich find nur, das ist, Hallo der Herr, der in deinem Auto hier sitzt. Wir haben nur einen Deal gemacht. Wollen Sie sich dazu gesellen, ja? Ja, aber ernsthaft ist es auch nicht. Können Sie mal aussteigen kurz, ja? Ich kenne die Captain nicht bei irgendwelchen Drogen. Komm. Ja, aber man muss ja klein anfangen, ne? Bevor ein kleines Treffen. Steig aus. Steigen Sie aus. Dann mach deine Sache hier, Albert. Mach deine Sache, Albert, und hau ab. Ja, komm mal mit. Wir haben was Cooles für euch. Komm mal mit. So, wie sieht's aus? Hier sind noch zwei Leute. Das ist ein großer Truck, das brauchen wir. Okay, wir warten. Ah, herzlich willkommen bei der Versammlung, liebe Freunde. Guten Tag. Also uns interessiert nur der Nathan, ja? Das ist unser einster Ansprechpartner. Schild interessiert uns nicht, Andy und Albert auch nicht. Macht euer Ding. Wir haben hier unser Abkommen mit dem Kollegen Bratwurst vor uns. Also schönen Tag noch, ihr Herrschaften. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschö. Ist ja nicht so, dass sie die Cops rufen können, aber... Du Glücksbild, sagt er. Okay, fahren die jetzt alle, hast du die jetzt weggeschickt oder was? Ja, ja. Das wird ein bisschen zu unübersichtlich. Was ist mit Prinz Albert? Scheiß auf Prinz Albert. Der geht mir sowieso auf den Sack. Ja, da war, glaube ich, ein bisschen müde, der Prinz. Er wollte ein bisschen schlafen. So. Jetzt kriegen wir gleich nur 1000 dafür, pass mal auf. Ja, wir kriegen dafür nicht viel, sag ich jetzt schon, ey. Es geht ums Prinzip Kürze, aber hast du irgendwie, hast du Lendenwirbelprobleme oder warum hängst du die ganze Zeit so? Hä, was denn? Ja, ja, wir warten. Kein Stress. Du machst das schon richtig gut. Ja, aber... Danke.
Sag mal, Albert, was machen Sie da? Wenn ihr hier nicht Menschen ausraubt. Ja. Vielleicht arbeiten wir bei der Polizei undercover. Vielleicht sind wir Terroristen und köpfen Leute. Weiß ich nicht, was wir machen. Das geht dich auch nichts an, Mann. Wir wollen nur dein Geld. Also, Krawalter, dich kann man überhaupt nicht mehr ernst nehmen, so wie du da hängst, ganz ehrlich. Du läufst auch schief bei mir jetzt. Dann meldet sich die Bandscheibe wieder. Ja, ich sag mal, in der nächsten Folge geht's dann weiter hier, ja? Alter, das wird, wir sind die besten Hobby-Terroristen der Welt. Also bitte, Leute, das ist absolut alles ein bisschen Spaß, ja. Erwartet kein Pro-Gaming. Wir geben demnächst dann auch. Und das schreibt doch mal in die Kommentare. Sollen wir den Truck wiedergeben? Oder soll er knallhart sein? Auf, Dennis. Nee, würde mich mal, wie die Leute entscheiden würden, ob die knallhart wären. Ja. Also schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Episode von Altis Live. Ah, guck mal, der grinst auch hier. Der hat auch Spaß im Leben, ne? Liebe Grüße, Nathan, ne? Ja. Nathie, macht gut. Nathie. Bis dann, liebe Freunde. Tschüss! Jo.